Im Wintersport wurden fast in allen Bereichen Spitzenleistungen seitens Südtiroler Athletinnen und Athleten erbracht. Anders im Sommer. Auch dort stellten sich in der Vergangenheit herausragende Erfolge ein. Ihre Leistungen sind aber auf wenige Disziplinen beschränkt geblieben und sie standen zumeist im Schatten der wesentlich populäreren Wintersportler. In Meran hat im Jahr 1951 der Kanusport Fuß gefasst und bei Karl Hober und den Brüdern Willi und Siegfried Gerstgrasser große Begeisterung ausgelöst. 1953 ist gleich die Weltmeisterschaft da in Meran gewesen, da hat man uns halt mitfahren lassen. Gemacht haben wir nichts. Da haben wir ja erst angefangen, da waren wir ja Wunderkinder gewesen, wenn wir schon etwas gemacht hätten. Walter Gerstgrasser, der dritte unter den Gerstgrasser-Brüdern, ist zwar auch im Kanu gesessen, hatte aber nicht die Erfolge seiner Brüder zu verzeichnen, weil er sich aus beruflichen Gründen nicht mit dem nötigen Einsatz diesem Sport widmen konnte. Er wirkt aber seit 1971 als Torrichter und Schiedsrichter. Ja, 1983 habe ich dann die internationale Kampfrichterprüfung gemacht. Und ich bin seither ein internationaler Kampfrichter. Bin allerdings am meisten beschäftigt mit der Organisation vom internationalen Kanuslalom. Ne? Diese Veranstaltungen fanden immer schon im Frühjahr auf der Passa statt. Und da war Willi Gerstgrasser in den 50er und 60er Jahren der beständigste und erfolgreichste Kanute des SC Meran. Er hat 12-mal die Italienmeisterschaft gewonnen. Mein Bruder Siegfried, der Jüngere, der hat 5-mal auch die Italienmeisterschaft gewonnen. Er hat sogar dann als Student in die Anfang 60er Jahre die deutsche Meisterschaft einmal gewonnen, die ihm allerdings dann aberkannt worden ist, weil er Ausländer war. Ne? Beide haben sich aber auch der internationalen Konkurrenz gestellt. Da sind wir zu den internationalen Rennen gegangen. Und da ist natürlich noch gleich drüber rausgeschaut. Aber ich weiß noch, meinen ersten Sieg habe ich 1957 in Zillertal erzielt. Und dann habe ich gleich im Weltmeister geschlagen. Willi Gerstgrasser nahm zwischen 1953 und 1965 an insgesamt 7 Weltmeisterschaften teil und wurde 5. im Slalom bei der Weltmeisterschaft in Spital an der Drau. Gefahren wurden von Willi Gerstgrasser der Slalom wie die Abfahrt gleichermaßen. Und das galt genauso für seinen Bruder Siegfried wie für Karl Hober. Aber einer Umstellung bedurfte es immer, wenn sie von einem zum anderen wechselten. Im Slalom hat man ganz andere Boote nicht? Und da viel kürzeres Paddel und das soll's nicht, weil das ist eine reine Technik, schön umeinander Vorreihe, geht auf und nieder und das. Und hingegen bei der Abfahrt braucht es ein Langsboot und möglichst ein Schlangs und ein Langspaddel und da ist immer nur der Paddelschlag. Nicht? Hingegen bei den anderen ist umzukehren und zu kupfen und da ist dann. Die Boote wurden aber nicht gekauft, sondern im Meran in der Tischlerei des Vaters hergestellt. Die Boote sind aus Holz gewesen, also so was kriegst du innen. Und das haben wir selber gebaut, das kriegst du. Nach Vorlage von anderen Firmen, die Boote hergestellt haben. Ne? Und Paddel, das haben wir selber gekobelt. Zusammengeleimt und gekobelt und tak, tak. Der elterliche Betrieb von Karl Hober lieferte die Bootshaut. Wir haben leider auch gezahlt. Wir müssen alles selber kaufen. Der einzige Verband zu der Weltmeisterschaft hat uns neue Trainingsanzüge gegeben. Nicht einmal die Turnschuhe. Und von einem Boot oder Paddel oder so haben wir nichts gekriegt. Während in den 50er und 60er Jahren der Kanusport in Meran hauptsächlich von Willi Gerstgrasser und von Karl Hober betrieben wurde,
waren es nach einem kurzzeitigen Niedergang die Kanuten Gunther Erhardt und Georg Hager, die in den 70er und 80er Jahren für einen neuerlichen Aufschwung sorgten. Mein Stolz ist, dass ich in alle Kanu-Disziplinen Italienmeister geworden bin. Und dann habe ich 7 Weltmeisterschaften gemacht, wovon ich 3 mit C2 gefahren bin, mit dem Wegerwalter zusammen. Georg Hager bewährte sich ganz besonders auch als Organisator. Da haben wir ein Zentrum in Sinich unten, wo wir den ganzen Winter Flachwasser trainieren können, was unbedingt wichtig ist. Dann ist dieser Kanal da, wo wir jetzt gerade sind, und wir haben einen Haufen Tore und jetzt sind sie gerade wieder beim Bauen. Also wir haben da ein wunderbares Trainingsgebiet. Der Kanal an der Etsch ist ein romantisches Refugium für die Meraner Kanuten. Georg Hager hat einen wesentlichen Anteil am Bau des neuen Bootshauses, das ganz nahe an der Passa liegt, mit allem ausgerüstet, was für ein zeitgemäßes Training erforderlich ist. Für die italienische Vertretung des modernen Fünfkampfes, einer weitgehend unbekannten olympischen Disziplin, wurde bei den Olympischen Spielen in Rom im Jahr 1960 der Meraner Karl Putz nominiert. Am ersten Tag ist schon die erste Disziplin. Das war ein Hindernisreiten über 4000 Meter mit 25 fixen Hindernissen und mit Pferden, die ausgelost worden sind. Das Pferd hat man 20 Minuten vorher einreiten können und dann ist man gestartet. Die zweite Disziplin war das Degenfechten, in dem jeder gegen jeden antreten musste. Bei fast 100 Teilnehmern eine gewaltige Kraftanstrengung. Es folgte dann das Schwimmen über 300 Meter Freistil. Dann war das Pistolenschießen mit der Kleinkaliberpistole auf eine bewegliche Zielscheibe bei einer Entfernung von 25 Metern. Und die letzte Disziplin waren die 4000 Meter Querfeldeinlauf. Karl Putz wurde also in Rom in die italienische Olympiamannschaft berufen. Die Ausscheidung in Castellammare bei Neapel habe ich gewonnen. Ich war eigentlich sehr zuversichtlich, dass ich als Fixposten bei der Olympiamannschaft für den modernen Fünfkampf nominiert werde. Und wie dann die Nominierung war, bin ich halt auf der Reservebank gesessen. Es waren mithin vor allem politische Gründe, die seinen erhofften Einsatz in Rom zunichte machten. Es war eine gespannte Situation. Südtirol gegen Rest Italien. 60 waren die Zeiten einfach so ein bisschen ethnisch auf der Spitze. Und dann habe ich halt so verstanden, dass bei der Mannschaftsausstellung ein italienischer Offizier nicht kennt hinter einem Südtiroler als Reserve sein. Karl Putz hatte immerhin 3 Weltmeisterschaften im modernen Fünfkampf bestritten. Podium war keins, aber ich war halt einmal am 6. und dann mit der Mannschaft den 3. Platz haben wir gemacht. Und die sind alle in der gleichen Form abgewickelt worden, also Wettkampf in 5 Tagen, nicht jeden Tag eine Disziplin. Den Tischtennissport in Südtirol geprägt hat wie keine andere Edith Huber-Santifaller. Geboren wurde Edith Huber-Santifaller im Jahr 1932 in Meran, aber aufgewachsen ist sie im elterlichen Hotel in Hafling. Dort legte sie auch den Grundstein für ihre Tischtennislaufbahn. Hinterm Hotel haben wir einen Tisch gehabt und dann habe ich und meine Schwester und mein Onkel haben wir angefangen zu trainieren. Dann bin ich nach Meran gekommen, in die Schule, und dort haben wir dann das ein bisschen wettkampfmäßig weitergemacht. Das war 1949 und schon damals nahm sie an den Tischtennis-Italienmeisterschaften in Mailand teil. Nach Abschluss der Lehrerbildungsanstalt unterrichtete sie 30 Jahre lang an verschiedenen Volksschulen Südtirols, spielte aber seit 1967 nebenbei immer aktiv Tischtennis. Ich habe eine Freundin gehabt, und zwar die Frau Nadia Sanko. Mit der habe ich dann wirklich intensiv Tischtennis gespielt. Wir sind auch Italienmeister geworden, sei es in der Serie A wie in
in verschiedenen, in den Doppelfunktionen, auch in den Doppelpartien und so. In der absoluten Klasse bin ich Italienmeisterin gewesen, Italienmeisterin im Einzel, Italienmeisterin im Mix und Italienmeisterin im Doppel. Also habe ich 3 Goldmedaillen gewonnen. Im Jahr 1967 gründete Edith Huber Santifalla auch den Tischtennisclub Recuaro Agostini. Gespielt wurde damals noch in den verschiedensten Hallen von Bozen, bis schließlich im Jahr 1981 die Sportzone Pfarrhof ideale Bedingungen für das Training und für Wettkämpfe bot. Hier haben wir ein Tischtenniszentrum, wo wir auf 18 Tischen für unsere Jugend, für unsere Studenten, für unsere Veteranen Tätigkeiten unternehmen können. Edith Huber Santifalla besuchte aber nicht nur als Leistungssportlerin viele Länder, sie war auch 14 Jahre lang Trainerin und Betreuerin der italienischen Damen-Nationalmannschaft. Der wohl erfolgreichste Südtiroler Fußballspieler aller Zeiten ist Klaus Bachlechner. In Bruneck geboren im Jahr 1952, besuchte er die Oberschule in Bozen und musste dort eine heute etwas kurios anmutende Erfahrung machen. Ich war im Gamperheim in der Oberschule und wir haben dann ein Freundschaftsspiel gegen das Georgsheim gemacht, in Hasloch. Und es hat einen Reservespieler gegeben beim Gamperheim und das war ich. Nach Testspielen in Bozen, Trient und Verona wurde er im Jahr 1971 nach Verona geholt und ist dort mit Unterbrechungen bis 1978 geblieben. 1978 habe ich noch 3, also fußballisch gute Jahre. Davor waren sie wegen seinem auch gut, aber noch besser, sagen wir, in Bologna gemacht. Nachdem Klaus Bachlechner 3 Jahre in Bologna gespielt hatte, ist er nach Mailand zu Inter gewechselt. Inter war natürlich das Maximum, was man so erreichen kann im Fußball. Ich bin eigentlich mit einer Mordsbegeisterung dorthin gegangen. Habe aber sofort gemerkt, dass es alles zusammen, das ganze Ambiente, also Umfeld, Stadion, Mannschaft und auch die Anhänger und so weiter, dass es nicht einfach sein wird. Vor allem das San Siro-Effekt, wo man eben vor 60.000, 70.000 ständig spielen muss, ist nicht einfach. Wohlgefühlt hat sich Klaus Bachlechner also bei Inter in Mailand nicht. Von 30 Spielen haben wir 20 Meisterschaftsspiele gemacht. Das ist nicht, dass ich keins gemacht habe. Und dann auch die 4 Europapokalspiele gemacht, die wir gemacht haben. Aber es war eben nicht das Ambiente, das er gesucht hatte. Und so kehrte er wieder nach Bologna zurück. Als Bologna aber infolge des Wettskandals vom Jahr 1980 abgestiegen war, zog er die Konsequenzen. Und irgendwie habe ich noch gesagt, jetzt habe ich genug. Und ich mache noch einige Jahre bei uns da und habe es halt nachher auch gemacht. Obwohl Klaus Bachlechner noch weitere interessante Angebote bekommen hatte. Eine Sportart, die in Südtirol zwar eine lange Tradition hat, aber dennoch in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung getreten ist, ist der Faustballsport. Diese lange Tradition reicht in die erste Nachkriegszeit zurück, als sich im Drusus-Stadion in Bozen eine rege Faustballtätigkeit entwickelte. Helmut Kohler stieß im Jahr 1950 dazu und entwickelte sich bald zur treibenden Kraft im Südtiroler Faustballsport. 1951 haben wir dann hier im Drusus-Stadion das erste internationale Faustballturnier durchgeführt, damals noch mit Salzburg, Lindau, Mailand hat es da gegeben. Das sind alles deutsche Staatsbürger gewesen, die in Mailand ihre Firmen gehabt haben. Meran, Bozen
und damals war auch Brixen eine Mannschaft. Zu dieser Brixener Mannschaft gehörte auch Erich Klemmerer. Seine erfolgreiche Faustballzeit erlebte er aber in Bozen. Wir haben einmal gespielt in Lindau, Haas ist gewesen und wir sind ins Endspiel gekommen. Wir, die Bozener. Da hat es unter einem Baum ein paar Zitronen gegeben, nichts essen. Dann haben wir das Turnier gewonnen. Das ist ja nicht die Möglichkeit. Wir, Dilettanten sozusagen, Außenseiter, haben das Turnier gewonnen. Faustball wird in den deutschsprachigen Ländern gespielt. Das ist vor allem in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Und deswegen gibt es halt auch bei uns in Südtirol diese Insel. Und während des Krieges oder nach dem Krieg haben vor allem die Deutschen den Faustball nach Südamerika exportiert. Und heute, wenn Weltmeisterschaften stattfinden, haben wir Brasilien, was inzwischen auch schon Weltmeister ist, Argentinien, Uruguay, Chile und einen Ableger gibt es auch in Namibia, die auch eine sehr gute Nationalmannschaft haben. Abgesehen von den stets gut besuchten internationalen Turnieren in Bozen, gab es für den Südtiroler Sportverein auch regelmäßig Vergleiche mit Mannschaften, vor allem aus Nordtirol und Bayern. Und da gab und gibt es noch eine Besonderheit. Nachdem wir in Südtirol die einzige Wettkampfmannschaft seit den 60er Jahren haben, sind wir natürlich auch italienische Nationalmannschaft und nehmen als Italienmeister an den verschiedenen Europapokalspielen der Landesmeister teil. Erwähnenswert wäre auch noch, dass der Südtiroler Sportverein in den 50er Jahren eine starke Damenmannschaft gehabt hat. Gespielt und trainiert wird nun schon seit 1968 auf den beiden vereinseigenen Faustballplätzen auf den Bozener Talverwiesen. Im Gegensatz zu heute war man früher notgedrungen auf Ausweichmöglichkeiten angewiesen. Man spielte auch in Leifers, in Nals und in Lana oder veranstaltete einen Faustballsonntag im Langental oder in Kolern. Hier befinden wir uns auf den legendären Schneiderwiesen oberhalb von Kolern. Und da sollte laut Erzählungen bereits vor dem letzten Krieg Faustball gespielt worden sein. Und später sind auch wir Faustballer vom Südtiroler Sportverein Bozen des Öfters zu den Schneiderwiesen gewandert, um eben unseren lieben Sport ausüben zu können. Der Faustballsport wurde zwar in Südtirol erfolgreich betrieben, konnte sich aber nicht zum Massensport entwickeln, wenn er auch in den letzten Jahren unter den Jugendlichen deutlich mehr Zuspruch erfahren hat. In Bozen im Jahr 1962 geboren und in Meran aufgewachsen, machte Edith Gufler eine steile Karriere im Luftgewehrschießen. 1980 von der Mutter, einer ehemaligen Schützin, mit dem Schießsport vertraut gemacht, geriet sie am Meraner Schießstand in die Hände von Matthias Zwischenbrucker, der ihr Talent erkannte und sich ihrer in besonderer Weise annahm. Ich bin gleich in 1982 Italienmeisterschaft gefahren, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft das erste Jahr. Zwei Jahre danach schlug dann schon ihre große Stunde. Ich bin 1984 zur Olympiade nach Los Angeles gefahren, im Wettbewerb Luftgewehr Damen, 40 Schuss. Und es war ziemlich ein toller Wettkampf. Ich war ziemlich gut drauf und habe mich gekannt konzentrieren und es war einfach die Topform und haben damals mit 391 Ringen die Silbermedaille gewonnen. Die Amerikanerin hat mit 393, die Patzbergin hat die Goldmedaille gewonnen und die Chinesin hat mit 389 Ringen die Bronzemedaille gemacht. Die
Die Silbermedaillengewinnerin wurde in Meran gebührend gefeiert. Das war ganz schön. Alles schon Erinnerung, was wirklich bleibt. 4 Jahre später zog sich Edith Gufler aus dem nationalen und internationalen Geschehen zurück. Einen Jugendtraum verwirklicht hat sich die Kunstturnerin Carla Wieser mit ihrer Teilnahme an der Olympiade von 1976 in Montreal. Der Weg nach Montreal war aber ein äußerst beschwerlicher. Ich bin mit 7 Jahren von zu Hause weggekommen, all mit Einverstanden von meinen Eltern. Und mein Leben hat sich von dem Tag an in Rom abgespielt. Und es war ein Leben, das ausschließlich dem Turnen zu dienen hatte. Jeden Tag um 8 Uhr war das Training. Turnen ist auf 4 Geräte aufgebaut. 4 Geräte Vormittag, 4 Geräte Nachmittag. Und so ist ein Jahr nach dem anderen weitergegangen. Ich bin in der Nationale B und bin mit 10 Jahren in die Nationale A. Ihre besondere Stärke war der Schwebebalken. Ich war ein fixer Punkt in der Mannschaft. Also ich kann mich erinnern, jeden Wettkampf, also jede Meisterschaft, und ich war von Italien die erste Turnerin auf dem Schwebebalken. Dann war der große Kampf, um in der Mannschaft reinzukommen für die Olympischen Spiele. 2 Jahre lang hartes Training. Erst knappe 6 Tage vor Beginn der Wettkämpfe erreichte sie die Nachricht, dass sie in Montreal dabei sein durfte. Es ist die Zeit von der Nadia Comaneci. Die Nadia Comaneci hatte Traumnote 10 und die war halt auf 79. Also es waren mir 3 Zehntel. Und die Nadia hat gewonnen und ich bin halt 37. geworden. Allein das Dabeisein war für Carla Wieser ein großer Erfolg. Dann habe ich eine Pause gemacht, vielleicht für ein halbes Jahr. Dann hat mich das italienische Team wieder nach Rom und haben halt versucht, wieder mit mir 4 Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Und dann habe ich nur 2 Jahre durchgehalten und nachher habe ich endlich aufgegeben. Tania Cagnotto setzt heute die Tradition fort, die im Wasserspringen Anfang des 20. Jahrhunderts in Bozen begründet und mit außerordentlichen Erfolgen weitergetragen wurde. Dafür stehen Klaus und Karl Di Biasi, sowie Otto Kasteiner und dessen Tochter Elsa und deren Mann Giorgio Cagnotto. Aber die Nachfolge des Ehepaares Cagnotto durch ihre gemeinsame Tochter war so eigentlich nicht geplant. Wir haben einfach als Spaß angefangen mit einer Gruppe Freunde. Und wir haben eigentlich nie daran gedacht, ich muss das machen oder jemand hat mich dazu gezwungen. Deswegen ist das ganz natürlich angefangen. Meine Eltern wollten mir eigentlich nicht Springen anfangen machen. Tanias Vater Giorgio ist im Jahr 1963 aus Turin nach Bozen gekommen und hat in Bozen ideale Bedingungen für seine erfolgreiche Sportlerlaufbahn vorgefunden. Den ersten großen Sieg konnte ich im Jahr 1970 bei den Europameisterschaften in Barcelona feiern. Dort waren außer Klaus Di Biasi auch die Russen zugegen und die DDR-Athleten. Und trotzdem habe ich die Europameisterschaften gewonnen. Das war das Sprungbrett für alle weiteren Wettbewerbe. Der tägliche Wettstreit mit Klaus Di Biasi von Turm und Trampolin erwies sich als äußerst fruchtbare Auseinandersetzung. Wir haben uns immer dadurch gegenseitig geholfen, dass wir zu Hause eine Auseinandersetzung auf höchstem Niveau hatten. Deshalb glaube ich, dass ich einen Vorteil daraus gezogen hatte und er auch. Große Erfolge hatten die beiden im Jahr 1972 bei den Olympischen Spielen in München erzielt. Klaus Di Biasi gewann die Goldmedaille vom 10-Meter-Turm, Giorgio Cagnotto die Silbermedaille vom Trampolin und die Bronzemedaille vom Turm.
Überschattet wurden diese Erfolge aber vom Überfall des palästinensischen Schwarzen September auf das olympische Dorf, bei dem es zahlreiche Tote gab, darunter 11 Israeli, gegen die der Anschlag eigentlich gerichtet war. Die Wasserspringer aus Bozen standen abseits des traurigen Geschehens. Wir hatten einerseits Glück, weil es in derselben Nacht geschehen ist, als Klaus und ich den Wettbewerb vom Turm abgeschlossen hatten. Es war aber eine Tragödie, weil mit jenem Tag die Olympiade aufgehört hat, ein Fest zu sein. Una festa. 1980 beendete Giorgio Cagnotto seine Laufbahn als aktiver Sportler und im Jahr darauf wurde er Trainer der italienischen Nationalmannschaft und ist es bis heute geblieben. Ich bin einer von jenen, die bis zum fortgeschrittenen Alter von 33 Jahren weitergemacht haben und ich glaube, dass ich mir genau zur rechten Zeit gesagt habe, es reicht. Zur berühmten Bozener Wasserspringerriege gehörte damals auch Otto Kasteiner. Sein größter Erfolg war die Teilnahme an den Europameisterschaften in Magdeburg im August 1934. Er ist nicht so lang gesprungen wie der Karl Biasi, weil er hat gearbeitet, war Vertreter damals. Und er hat nicht freigestellt gekriegt deshalb hat er es eigentlich ziemlich früh dann gelassen. Tochter Carmen ist zusammen mit vielen anderen in der Bozener Wasserspringschule um Karl Di Biasi groß geworden. Es war aber nicht immer leicht, den Anforderungen ihrer Betreuer gerecht zu werden. Das Training war hart insofern, dass es so kalt war. Ich kann mich erinnern, es war eine Tortur da draußen zu trainieren, weil das Wasser war oft 18 Grad und nach jedem Sprung, kann ich mich erinnern, haben wir uns auf die heißen Platten gelegt. Und das Training hat nicht lange dauern gekonnt, weil es einfach kalt war. Die Wahl zwischen Trampolin und 10-Meter-Turm wurde nicht der Entscheidung von Carmen Kasteiner überlassen. Ich war ziemlich mutig und deshalb hat der Herr Di Biasi mich gleich mal auf den 10-Meter raufgeschickt. Weil von 10 Meter waren keine Mädchen oder so, nur wenig Mädchen in Italien, die gesprungen sind. Und dann hat er mich mal gleich mal raufgeschickt, ja. Der größte Erfolg im Sportlerleben von Carmen Kasteiner war der 19. Platz im Turmspringen bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal. Ja, das war für mich ein einmaliges Ereignis, weil ich glaube, für jeden Sportler bei der Olympiade teilzunehmen, ist das Höchste, was du haben kannst. Natürlich, wenn einer sich gut platziert, dann ist es viel besser. Aber ich kann mich heute noch erinnern, wenn wir reinmarschiert sind ins Stadion und durch den Tunnel gegangen sein, haben wir so die Knie gezittert. Das ist einfach, ich krieg heute noch die Gänsehaut. Für mich war das der schönste Moment. Ein paar Jahre später beschloss Carmen Kasteiner, sich vom Leistungssport zu verabschieden. Bis 22 bin ich gesprungen. Da war noch der Moment, wo ich vom Zehner oben gestanden bin, heruntergeschaut habe und gesagt, na Wahnsinn, ich habe Angst, ich will nicht mehr. Die Erfolge Südtiroler Sportlerinnen und Sportler in der Vergangenheit wurden durch außergewöhnliche Leistungen der jüngeren Sportlergeneration in denselben und auch in anderen Disziplinen auf rühmliche Weise fortgesetzt. Und es wurde auch wegen unerwarteter Spitzenleistungen für erfreuliche Überraschungen gesorgt.